Hallo und herzlich willkommen zu diesem recht frühen Stream zum VHB-Kurs mobile Apps für Android. Ich hoffe, Sie können mich verstehen und wie immer als allererstes sagen Sie doch kurz Hallo, schreiben Sie irgendwas in den Chat rein, dann weiß ich, dass Sie da sind und wir können direkt loslegen. Ein paar von Ihnen haben es ja tatsächlich auch zu dieser frühen Stunde in den Stream hineingeschafft. Und ich würde jetzt einfach nur mal ganz kurz schauen, ob Sie auch wirklich da sind. Also vielleicht schreiben Sie kurz was in den Chat rein. Sonst gehe ich davon aus, dass ich alleine bin. Ah, okay. Da sind zumindest ein paar von Ihnen da. Also nochmal herzlich willkommen. Wir machen jetzt heute nochmal so einen kleinen Extra-Stream. Danach sind wir dann hoffentlich ab nächsten Freitag wieder in unserem ganz normalen Takt. Und Hintergrund ist der, dass wir in der letzten Woche am Freitag noch keine Gelegenheit hatten, über das eigentlich neue Thema zu sprechen, nämlich Datenbanken und die Integration von Datenbanken als Lösung für so einen ganz häufiges Problem, nämlich dass wir Inhalte, die in unserer Anwendung entstehen, persistent abspeichern möchten, damit wir die bei der nächsten Nutzung unserer Anwendung wieder zur Verfügung haben. Ich habe ganz kurz ein paar Folien vorbereitet, um Ihnen zu zeigen, was wir heute vorhaben. Die würde ich ganz kurz mit Ihnen durchgehen und dann können wir auch direkt in die Implementierung starten. Wir machen das heute ein bisschen anders. Moment. Und zwar werden wir nicht von Null auf eine eigene neue Anwendung implementieren, sondern ich habe ein kleines Anwendungsbeispiel vorbereitet, was ich gerne mit Ihnen zusammen dann auch verbessern bzw. erweitern möchte, in dem Sinne, dass wir in eine bestehende Anwendung eine neue Datenbank integrieren oder eine Datenbank integrieren, die es uns dann ermöglicht, diesen Anwendungsfall, den ich gleich vorstellen werde, der eben noch nicht perfekt funktioniert, weil diese persistente Speicherung der Daten fehlt, zu vervollständigen. Und ich poste zur Sicherheit nochmal im Chat die Links zu den verschiedenen Dingen, die Sie vielleicht bei der Mitarbeit brauchen, vor allem das Starterpaket mit diesem Stand der Anwendung, die ich gleich vorstellen werde und auch die Folien, die ich jetzt vorstelle, nochmal als so kleines Zusatzinformationen, die Sie dann während der Implementierung neben Android Studio aufhaben können, weil da auch das Software-Design der Anwendung, die wir erweitern möchten, vorgestellt wird. Jetzt aber erstmal ganz kurz vielleicht noch so einen Rückblick auf das, was Sie so aus den letzten zwei Wochen vielleicht mitgenommen haben sollten, wenn man jetzt mal dieses neue Datenbankthema ausklammert. Was Sie schon mitbekommen haben sollten, ist diese grundsätzliche Idee, dass wir versuchen, in unseren Anwendungen nicht immer nur eine Lösung zu implementieren, die irgendwie funktioniert, sondern wir versuchen auch, gute Praxisen des Software Engineerings umzusetzen. Und dazu gehört ganz grundsätzlich erstmal, dass wir versuchen, sowas wie eine Datenschicht innerhalb unserer Anwendung zu designen. Das heißt, wir trennen die Komponenten unserer Anwendung, die Inhalte, Informationen, Daten, die in unserer Anwendung genutzt werden, verwalten von den Komponenten, die dazu eingesetzt werden, diese Daten dann im User-Interface tatsächlich auch darzustellen. Also diese ganz grundsätzliche Trennung, jetzt mal unabhängig davon, ob das mit einer Datenbank passiert, ob das vielleicht irgendwelche Dateien sind, in die man das reinspeichern würde, wenn es um die persistente Speicherung geht. Es geht jetzt erstmal nur darum, dass innerhalb unserer Anwendung zur Laufzeit diese beiden Ebenen voneinander abgetrennt sind. Und wir haben schon ein paar Strategien dafür kennengelernt, zuletzt in der To-Do-Liste mit diesem Task Manager. Und das sollte immer irgendwie Ihre erste Aufgabe sein. Wenn Sie irgendeine Anwendung implementieren, überlegen Sie sich, was sind die eigentlichen Daten, die eigentlichen Informationen, die in dieser Anwendung verwendet werden. Versuchen Sie die und die Operationen, die darauf notwendig sind, unabhängig vom User Interface zu designen und dann verbinden Sie das Ganze zum Beispiel mit diesem an MVC angelegten, sehr einfachen Interaktionsflow, den ich Ihnen schon mal vorgestellt habe. Nutzer, Nutzerin sehen das User Interface, interagieren mit dem User Interface. Die Interaktion sorgt dafür, dass im Hintergrund die Daten verändert werden. Die so veränderten Daten werden im User Interface wieder angezeigt und dieser Kreislauf setzt sich fort. Also diese ganz
grundsätzliche Trennung zwischen diesen beiden Bereichen, das sollte mittlerweile bei Ihnen angekommen sein, dass das eine wesentliche Aufgabe ist, jedes Mal, wenn wir planen, wie wir eine App machen. Dann haben wir im Kontext von Android kennengelernt, dass es mit Adaptern eine Möglichkeit gibt, wie wir diese beiden Ebenen dann relativ gut verbinden können. Es gibt bestimmte User-Interface-Elemente, die sind kompatibel mit Adapterklassen, und Adapterklassen wiederum haben die Aufgabe, Informationen, die aus der Datenschicht unserer Anwendung kommen, aufzubereiten für eben diese User-Interface-Elemente, zum Beispiel sowas wie dem List-View oder dem Recycler-View, und diesen Elementen dann Views bereitzustellen, also nochmal neue einzelne Elemente, die einen Teil dieser Daten dann immer darstellen. Der Anwendungsfall von unserer To-Do-Liste war so, dass dieser Adapter dann eine Liste von To-Do-Items hatte und für jedes dieser Items einen View gebaut hat, den er dann an den Recycler-View weitergegeben hat oder den List-View über die entsprechenden Methoden. Und so konnte dann dieser Zustand, der aus der Datenschicht in den Adapter übertragen worden ist, im User-Interface angezeigt werden. Und was wir dabei bemerkt haben oder was wir selber sowohl beim Abfangen dieser Interaktion mit den User-Interface-Elementen schon ein paar Mal verwendet haben. Jetzt aber, wenn wir uns stärker auch um selbstgeschriebene Klassen kümmern, auch an der einen oder anderen Stelle aktiv selber implementiert haben, sind solche Listener-Schnittstellen. Also diese Interaktion zwischen der Datenschicht, vielleicht unserer Activity und dem User-Interface oder den Adaptern, die bietet sich an vielen, vielen Stellen geradezu an, um diese Kommunikation so ein bisschen indirekter über Listener zu implementieren. Kleines Beispiel, was wir gemacht haben: Activity ist ein Listener auf zum Beispiel der Manager-Klasse, die die Daten verwaltet. Wenn sich irgendwas an der Datenschicht ändert, unabhängig davon, aufgrund von welchen Operationen diese Änderung ausgelöst worden ist, wird über diese Listener-Schnittstelle, die Activity hat sich vorher registriert, bei dem Manager diese Information nach außen getragen, dass irgendwas verändert worden ist. Und dann kann die Activity zum Beispiel darauf reagieren, indem sie ein neues Set an Daten aus dem Manager an das User-Interface weitergibt. Aber diese Listener, also diese Idee, dass zwei Komponenten miteinander verzahnt sind, oder Observer-Pattern vielleicht ein bisschen präziser, um informiert zu werden, wenn sich der Zustand eines anderen Objektes ändert, das ist etwas, was wir jetzt in unseren eigenen Klassen ganz, ganz häufig verwenden werden, weil das eine sehr naheliegende Interpretation davon ist, wie diese beiden Komponenten miteinander verzahnt werden. Die Activity stößt irgendwelche Operationen in der Datenschicht an, und wenn sich daraus dann ein neuer Zustand unserer Anwendung ergeben würde, würden wir das wieder aus der Datenschicht nach außen geben, aber wir brauchen da keine direkte Verbindung. Die Activity muss nicht ständig fragen, ob sich was getan hat. Es kann ja auch sein, dass eine Operation vielleicht ins Leere geht, und die Manager informieren dann immer darüber, wenn sich tatsächlich was getan hat. Kurze Zwischenfrage: Wie schaut das bei Ihnen aus, dieses Konzept von dieser Trennung von Daten und User Interface? Fühlen Sie sich da halbwegs sicher oder sehen Sie, sagen Sie einfach mal ja, nein, sehen Sie erstmal die Notwendigkeit, das auch tatsächlich umzusetzen? Also wird Ihnen jetzt vielleicht auch, weil die Beispiele in dem Android-Kurs ja immer ein bisschen komplizierter werden, langsam deutlich, warum das wichtig ist, auf solche Sachen zu achten beim Software-Design. Schreiben Sie einfach mal kurz was in den Chat rein. Ja, nein. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wie man dann an die Gestaltung von solchen Systemen herangehen kann. Das Erste, was Sie immer machen sollten, ich habe es gerade schon mal so beiläufig erwähnt, wenn Sie irgendeine Anwendung haben, zum Beispiel sowas wie eine To-Do-Liste, oder heute bauen wir uns so einen kleinen Activity-Tracker, und ich weiß nicht, vielleicht bauen wir irgendwann eine Notizanwendung oder ein Telefonbuch oder was auch immer, versuchen Sie immer als Erstes zu identifizieren, was ist denn das elementare
ein Datum, das in dieser Anwendung den Kern unserer Datenbasis ausmacht. Bei einer To-Do-Liste, ich glaube, ich habe das im OOP-Kurs auch ein paar Mal gesagt, wenn Sie sowas wie eine To-Do-Liste oder eine Telefonbuchliste, ein Telefonbuch implementieren und Sie haben am Ende, wenn Sie objektorientiert arbeiten, keine Klasse, die ein To-Do-Item repräsentiert oder ein Telefonbucheintrag, einen Kontakt repräsentiert, dann haben Sie wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht. Das ist natürlich nicht so, dass man das auch nicht anders machen könnte und vielleicht gibt es sogar irgendwie gute Lösungen, aber versuchen Sie immer, dieses eine Ding zu identifizieren, was maßgeblich für Ihre Anwendung ist, was die Datenbasis ausmacht und versuchen Sie dann um dieses eine Artefakt herum die restliche Datenschicht zu implementieren. Im einfachsten Fall vielleicht dann wirklich mit so einer Manager-Klasse. Es wird noch ein bisschen komplizierter werden, aber diese Überlegung, was habe ich denn eigentlich für Daten in meiner Anwendung und wie kann ich die vielleicht gut repräsentieren, ist der erste Schritt, um hier so ein halbwegs gutes erstes Software-Design zu entwickeln. Was ich jetzt heute mit Ihnen machen möchte, ist relativ straightforward. Ich möchte mich damit beschäftigen, wie wir sitzungsübergreifend Daten speichern können in unseren Anwendungen und zwar ganz konkret mit dem Room Framework. Hatten Sie schon Gelegenheit, sich ein bisschen die Folien anzuschauen? Vielleicht mal schnell ja, nein in den Chat. Haben Sie schon auf diese Datenbanksfolien draufgeschaut? Ich merke, also entweder sind es jetzt tatsächlich so wenig Leute, dass sich so wenig tut im Chat, oder vielleicht sind vielleicht alle auch noch ein wenig müde vom Wochenende. Schreiben Sie mir immer, wenn Sie irgendwas sagen wollen. Ich habe ein Auge auf den Chat und ich gehe jetzt aber erstmal davon aus, dass es vielleicht ein bisschen ruhiger heute ist und ein bisschen mehr von mir dann kommen soll. Also wir schauen uns heute dieses Datenbankthema an. Wenn Sie noch keine Gelegenheit hatten, wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ich versuche das Wichtigste auch nochmal ab und zu erklären. Grundsätzlich geht es da uns darum, wir wissen, wir können in Android SQLite Datenbanken verwenden, also SQL-basierte Datenbanken, ganz konkret mit dem Datenbanksystem SQLite. Und dieses Room Framework sorgt dafür, dass wir die Verwendung von diesen Datenbanken ein bisschen von dem SQL-Syntax abstrahieren können. Ganz kurze Zwischenfrage, einfach mal wirklich mit Ja, Nein und vielleicht alle mal ganz kurz. Wer von Ihnen hat außerhalb von diesem Kurs schon mal mit SQL gearbeitet? Oder hat so Erfahrungen mit Datenbanken? Schreiben Sie einfach mal Ja, Nein rein, ob Sie irgendwas schon mal vorher mit Datenbanken gemacht haben. Okay, wenn wir das jetzt interpolieren, steht es 50-50. Okay, eher mehr Leute, die jetzt Nein tatsächlich sagen. Also SQL, ich habe ja nochmal so einen leicht angepassten Foliensatz hochgeladen. Vielleicht hat er ein bisschen das noch klarer gemacht als der ursprüngliche. SQL ist eine Abfragesprache, eine standardisierte für Datenbanksysteme. SQLite ist ein Datenbanksystem, ein relationales. Das kann man in Android benutzen. Wir könnten da selber ganz viele SQL-Queries schreiben. Wir können aber auch dieses Room-Framework nutzen, was das Ganze ein bisschen für uns abstrahiert. Also je mehr wir dieses Room-Framework nutzen, desto weniger müssen wir uns um Datenbanken kümmern. Im Idealfall sagen wir Android. Hier sind meine Objekte, bitte speichere die in die Datenbank und gib mir die wieder raus, wenn ich sie brauche. Das ist so die Idealform und da versuchen wir heute weitestgehend hinzukommen. Also Room Framework für SQLite verwenden wir. Wir werden so ein paar einfache Suchanfragen implementieren, auch wieder mit dieser Abstraktionsschicht. Also wir werden wahrscheinlich ein bisschen SQL schreiben, aber relativ wenig, weil das Room Framework uns dafür oder dabei ganz, ganz viel abnimmt. Und wir werden uns dann anschauen, an welchen Stellen wir, wenn wir jetzt erstmal eine isolierte Datenbank implementieren, die idealerweise in unsere Anwendung integrieren können. Und das möchte ich machen an diesem Beispiel. Ich habe einen kleinen Aktivitätstracker für Sie gebaut oder angefangen zu bauen. Tractivity. Die Idee dahinter ist, dass, wenn ich diese App aufmache, ich für jeden Tag des aktuellen Monats so einen kleinen Kreis sehe, der symbolisiert wie in einem Kalender oder ist ein Kalender für den aktuellen Monat.
Und ich kann als Nutzer, als Nutzerin bei diesen Tagen markieren, ganz einfach in Form von drei Zuständen, ob ich, oder zwei Zuständen eigentlich nur, ob ich irgendein beliebiges Ziel, was ich mir vielleicht für diesen Tag gesetzt habe, tatsächlich schon erreicht habe oder nicht. Also überlegen Sie sich irgendwas, was Sie vielleicht jeden Tag in einem Monat mal machen möchten. Vielleicht möchten Sie jeden Tag eine Android-Aufgabe implementieren. Vielleicht möchten Sie jeden Tag, keine Ahnung, 10.000 Schritte machen. Irgend so ein kleines Tagesziel. Und wenn Sie das erreicht haben, dann markieren Sie das grün. Wenn Sie es nicht erreicht haben, markieren Sie das rot. Dinge, die noch offen sind, sind gelb markiert. Und Tage, die in der Zukunft liegen, die kann ich noch nicht manipulieren, weil da weiß ich ja noch nicht, ob ich das Ziel erreicht habe. Das ist die Idee von dieser App. Und ich habe einen Zustand implementiert, in dem das alles schon wunderbar funktioniert. Also den können Sie starten, dann sehen Sie so viele Tage, wie der aktuelle Monat auch Tage hat. Sie können da mit diesen einzelnen Einträgen interagieren. Das Problem ist nur, wenn die Anwendung geschlossen wird, dann gehen diese Informationen verloren. Und das ist jetzt in diesem ganz konkreten Fall natürlich sehr schlecht, können Sie sich vorstellen. Da funktioniert dieses ganze Konzept nicht. Wenn ich jedes Mal neu eintragen muss, was ich an den Tagen gemacht habe, dann ist diese App keine Hilfe für mich, keine Erinnerungshilfe. Und deshalb implementieren wir jetzt eine Datenbank in diese fertige Anwendung, um diese Informationen, habe ich an einem bestimmten Tag mein Ziel erreicht oder nicht, dauerhaft zu speichern und wenn die Anwendung neu gestartet wird, auch wiederherzustellen. Ich zeige Ihnen mal ein bisschen was dazu, wie ich mir das vorgestellt habe, sowohl im User Interface als auch im Software Design. Das wird uns relativ wenig interessieren. Das ist jetzt eher so ein bisschen reinkommen in diesen vorgegebenen Code. Wir werden uns wahrscheinlich komplett auf die Datenbank konzentrieren können. Wir werden an einer kleinen Stelle am Ende die Datenbank mit der Anwendung verbinden müssen. Aber alles das, was jetzt schon funktioniert, das ist erstens sehr stark an das angelehnt, was Sie aus der To-Do-Liste kennen, so als Software-Design. Und zweitens müssen wir das nicht ändern. Das ist auch so ein bisschen die Idee hinter dem, was wir heute machen. Wir integrieren diese Datenbankschicht in eine existierende Anwendung und wir versuchen auch hier wieder das Ganze losgelöst, so weit wie es möglich losgelöst von den existierenden Komponenten zu machen. Also unsere Anwendung weiß eigentlich, oder die meisten Teile unserer Anwendung wissen eigentlich gar nicht, dass das Ganze jetzt aus einer Datenbank kommt, sondern agieren genauso mit diesen Informationen wie auch ohne das Existieren einer Datenbank, das der Fall wäre. Schauen wir ganz kurz ins User Interface. In diesem User Interface werden einzelne Tage durch so ein rundes Textview dargestellt. Rund sind die deshalb, weil ich eine bestimmte Form des Hintergrunds gesetzt habe. Sie können in Android auch über XML so was Ähnliches wie Vektorgrafiken definieren. Shapes heißen die. Da können Sie zum Beispiel sagen, dass es irgendwie eine Ellipse ist mit gleicher Höhe und Breite und einer bestimmten Hintergrundfarbe, wenn Sie wollen. Und dann können Sie einen so definierten Shape als Hintergrund für einen beliebigen View setzen. Das habe ich hier gemacht. Zuerst diese Shapes definiert und dann ein View-Element, zumindest in XML vorgegeben, das für einen dieser Tage steht. Das ist äquivalent zu diesem To-Do-List-Item, das wir in der letzten Woche gemacht haben. Dann benutze ich einen Recycler-View, um diese Tage anzuzeigen. Und ein Recycler-View, das ist so eine generischere Variante von diesem List-View, die Variante, die Sie eigentlich verwenden sollten, wenn Sie so wollen. Also List-View ist nicht deprecated, das kann man immer noch verwenden, wenn man möchte. Aber Recycler-View sind eigentlich die Elemente, die von Android empfohlen werden, wenn wir viele Objekte auf dem Bildschirm in irgendeiner strukturierten Art und Weise darstellen möchten. Und was man dem Recycler-View mitgeben kann, wenn man den verwendet, ist ein bestimmter Layout-Manager. Dadurch definieren Sie, auf was für eine ganz grobe Art und Weise diese eine Recycler-View die Elemente, die wir dann zum Beispiel über einen Adapter an ihn geben, darstellen soll. In unserem ganz konkreten Fall nutzen wir den Grid Layout Manager und der Name sagt das schon wahrscheinlich. Der sorgt dafür, dass der Recycler View diese Elemente in einem Grid, also in einem Gitternetz darstellt und dadurch kommt dann diese Darstellung in sieben Spalten zustande,
Diese Anzahl der Spalten übergeben wir dem Recycler View zusammen mit dem Grid Layout Manager und dann kümmert der sich darum, dass diese Elemente in so einem Gitternetz, das 7 Spalten breit ist, auf dem Bildschirm angezeigt wird. Das kann man auch ein bisschen ausbauen, wenn man möchte. Dieses Konzept habe ich auch gemacht. Können Sie sich anschauen, wenn Sie möchten, im Starter-Code. Sie können nämlich diesem Recycler-View auch eine sogenannte Item-Decoration mitgeben. Das ist eine Klasse oder ein Objekt, was auf einer Klasse basiert. Und um es ganz, ganz einfach zu machen, Sie definieren in diesem Item-Decoration zusätzliche Informationen, die der Recycler-View zur Anordnung und Positionierung von diesen einzelnen kleinen Einträgen verwenden soll. In unserem Fall sorgen wir dafür, dass um diese Text-Views herum noch ein kleiner Rand hinzukommt. Man kann damit noch viel mehr machen, aber das ist jetzt erstmal nur so ein kleiner Hinweis. Recycler-View kann über den Grid-Layout-Manager dazu genutzt werden, so ein Gitternetz darzustellen. Wir benutzen wieder, wie bei dem List-View, irgendwelche einzelnen Items, die wir diesem Recycler-View über einen Adapter mitgeben. Und über die Item-Decoration können wir zusätzlich noch Gestaltungsinformationen für jedes einzelne Item mitgeben. In unserem Fall ist das einfach nur so einen Außenabstand, damit die Elemente nicht zu nah beieinander sind. Damit das Ganze funktioniert, implementieren wir oder habe ich implementiert einen Recycler-View-Adapter. Das ist das Äquivalent zum Array-Adapter. Ich schicke auch gerne nochmal den Link zum Starter-Code. Augenblick. Da ist der Link. Der Adapter sorgt dafür, genauso wie der Array-Adapter, dass der Recycler-View mit Views versorgt wird, um das Ganze anzuzeigen. Es ist ein bisschen komplizierter, weil wir bei den Recycler-Views so einen zweistufigen Prozess haben. Das, was in dem Recycler-View als hier einzelnes Element angezeigt wird oder verwaltet wird, ist eigentlich ein View-Holder. Also das ist nochmal so ein kleines Container-Objekt um den eigentlichen View herum. Und deshalb haben wir ein Recycler-View. Wir haben einen View-Holder. In dem View-Holder wird das View erstellt, wird unser Text-View mit diesem runden Hintergrund. Und das alles zusammen wird dann aus dem Adapter an den Recycler-View weitergegeben, der das dann anzeigt. Und lange Rede, kurzer Sinn, dann schaut das Ganze so aus, wie Sie links auf dem Bild sehen. Interessiert uns aber gar nicht, weil wir eigentlich mit der Datenbank heute arbeiten wollen. Und ich zeige Ihnen jetzt mal ganz kurz, wie die Anwendung an sich aufgebaut ist, damit wir dann mit der Implementierung auch loslegen können. Jetzt haben Sie gerade gesehen, wie das User Interface funktioniert. Jetzt schauen wir nochmal in die Datenschicht rein. Ich habe einen Goal Tracker implementiert. Das ist das Äquivalent zum Task Manager. Also da werden die Ziele für die einzelnen Tage des Monats verwaltet. Der Goal Tracker hat für den aktuellen Monat für jeden Tag ein Daily Goal Objekt. Das repräsentiert für einen bestimmten Tag mit Datum die Antwort auf die Frage, habe ich an diesem Tag mein Tagesziel erreicht oder nicht. Und diese Erfüllung des Tagesziels, die wird nochmal durch einen Enum-Wert abgebildet, Goal State. Das kann entweder offen oder unbekannt sein oder erreicht oder verfehlt. Also drei verschiedene Zustände kann so einen Daily Goal einnehmen und diese drei verschiedenen Zustände werden wir durch einen Enum oder haben wir durch einen Enum abgebildet. Und der Goal Tracker, der hat dann eine ganze Liste davon und bietet öffentliche Methoden an, mit dem ich für einen bestimmten Wochentag, bestimmten Tag im Monat dann zum Beispiel diesen Zustand ändern kann. Dann sage ich, okay, gestern habe ich das Ziel doch erreicht oder habe ich nicht erreicht oder heute habe ich es erreicht, habe ich nicht erreicht, interagiere mit dem User Interface und dann wird das irgendwann weitergegeben an den Goal Tracker, der dann diese Änderungen vornimmt, also diesen Goal State bei den einzelnen oder für die einzelnen Tage dann entsprechend setzt. Wenn sich irgendwas an dem Goal Tracker ändert, dann geben wir diese Information an einen Listener weiter, der sich im Vorfeld registriert hat. Und diese Schnittstelle zwischen Goal Tracker und dem Rest der Anwendung nach außen hin wird über diesen ganz konkreten Goal Tracker Listener, ein Interface, das von Klassen implementiert wird, die über diese Goal Tracker Änderung informiert werden wollen, organisiert.
Und das Ganze wird in unserer Anwendung verwendet, in unserer zentralen Activity, Main Activity, die initialisiert diesen Goal Tracker, meldet sich selber auch als Listener an. Und wenn dann irgendwas im User Interface passiert, was möglicherweise eine Änderung an unseren Daten verursacht, dann gibt unsere Activity dem Goal Tracker den Befehl, eine Änderung vorzunehmen, also zum Beispiel den Zustand des angeklickten Tages zu ändern. Und wenn das erfolgt ist, meldet das der Goal Tracker zurück über dieses Listener Interface und dann weiß die Main Activity Bescheid, dass sich irgendwas am Zustand von diesem Goal Tracker geändert hat und kann das dann zum Beispiel im User Interface eintragen. Im User Interface haben wir den Daily Goal Adapter, den ich schon erwähnt habe. Das ist das Äquivalent zum Array Adapter, jetzt in diesem Fall auf die Recycler Views ausgelegt. Der hat auch eine Liste von Daily Goals, die bekommt er von der Activity übergeben, jedes Mal, wenn sich was in unserem Goal Tracker verändert hat. Der hat auch einen Daily Goal View Holder. Das ist dieses Containerobjekt, was einen einzelnen View innerhalb des angeschlossenen Recycler Views dann repräsentiert. Also der Recycler View kriegt nicht einzelne Views vom Adapter übergeben, sondern gleich so einen ganzen View Holder, also ein Containerobjekt um den eigentlichen View herum. Dieser View Holder, der kennt das eigentliche Text View und weil er das eigentliche Text View kennt, kann er auch Listener auf dem implementieren und lauscht dann darauf, ob auf seinem View, was er verwaltet, ein Klick oder ein Touch erfolgt und gibt das über einen selbst implementierten Viewholder Listener oder an einen Viewholder Listener, der über ein selbst implementiertes Interface bestimmt wird, weiter. Und der Zusammenhang ist dann, der Adapter erstellt diese Viewholder, meldet sich selber als Listener an und gibt diesen Viewholder, der dann so konfiguriert ist, erstmal dem Recycler View. Der Recycler View stellt das Ganze dar. Wenn dann Interaktion auf diesem View passiert, merkt das der Viewholder, gibt das zurück an den Adapter, der hat hier sich am Anfang als Listener registriert und der Adapter dann gibt also in so einem zweistufigen Prozess das Ganze dann an einen Adapter Listener weiter. Also wenn auf den View geklickt wird, kriegt das zuerst der Viewholder mit. Der Viewholder gibt es weiter an den Adapter. Der Adapter gibt es weiter an einen Adapter-Listener und wieder ist die Activity diejenige, die dieses Adapter-Interface oder dieses Listener-Interface implementiert und sich beim Erstellen von dem Adapter dann auch als solcher zu erkennen gibt und registriert. Und so haben wir dann zwei verschiedene Interaktionswege oder Event- oder Listener-Wege. Wenn sich irgendwas im User Interface tut, weil ein Tag angeklickt wird, wird das über den Adapter an die Activity weitergegeben. Die Activity kann dann diesen Prozess im Goal Tracker anstoßen, um mit dieser Information den Zustand unserer Anwendung zu ändern. Und wenn die Activity dann selber wieder aus dem Goal Tracker das Signal bekommt, dass der Zustand sich geändert hat, gibt sie diese Information dann an den Daily Goal Adapter weiter, indem sie ihm eine neue Liste von Daily Goals gibt, die der wiederum dann für die Recycler Views, wenn die sich bei ihm melden, aufbereitet in Form von Viewholdern und dann geht das Ganze immer und ewig so weiter. Was wir jetzt machen ist, wir bringen in das Ganze noch eine Datenbank rein und wir machen das, indem wir uns nur diese Datenschicht anschauen. Also das User Interface, das werden wir heute nicht mehr betrachten. Das ist so implementiert. Und da wir das nicht direkt mit der Datenschicht verbinden, sondern unsere Activity zwischen denen vermittelt, müssen wir uns das nicht mehr anschauen. Wir müssen nur den Goal Tracker und diese dahinter gelagerten Objekte anschauen, weil hier ja unsere Daten tatsächlich verwaltet werden. Und wenn es jetzt darum geht, unsere Daten zu persistieren, dann ist das die Stelle unserer Anwendung, die uns interessiert. Der Rest interessiert uns nicht. Die arbeiten ja eh nur mit Sachen, die der Goal Tracker nach außen liefert. Und wenn wir es schaffen, diese Datenbank ungesehen vom Rest der Anwendung da zu integrieren, dann können wir den kompletten anderen Anwendungsteil einfach so lassen. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass dieses Daily Goal, also dieses zentrale Objekt unserer Anwendung,
in einer Datenbank gespeichert werden kann. Das ist unser erstes Ziel. Das sind die Inhalte, die wir am Ende persistieren möchten. Der Rest ist völlig egal. Ein Daily Goal. Davon haben wir jetzt in diesem Monat 31 Stück in unserer Anwendung. Und diese 31 Einträge, die sollen in der Datenbank persistent gespeichert werden, damit wir die beim nächsten Start unserer Anwendung wieder auslesen können. Das ist unsere erste Aufgabe. Wir sorgen dafür, dass Room ein Objekt vom Typen Daily Goal in der Datenbank speichern kann. Dann erstellen wir uns, oder in der Anwendung würde dann der Goal Tracker mit einem Database Helper interagieren. Diese Helper-Klasse, die vermittelt zwischen dem Goal Tracker und der eigentlichen Datenbank. Die eigentliche Datenbank ist eine separate Klasse, die wir implementieren und die repräsentiert die SQLite-Datenbank, die wir über Room nutzen. Also diese Day-Database habe ich sie genannt, die beinhaltet oder repräsentiert die SQLite-Datenbank, in der die Tabelle drin steht, in der diese ganzen Daily Goals gespeichert sind. Also Kommunikation innerhalb unserer Anwendung wird über diesen Day-Database-Helper ablaufen, der die eigentliche Datenbank initialisiert. Und damit dann diese Datenbank auf die Einträge zugreifen kann, die Room für diese Daily Goals angelegt hat, implementieren wir ein sogenanntes DAO, ein Data Access Object. Das ist die Stelle, in der all die Datenbankoperationen gesammelt werden, die wir im Kontext von solchen Daily Goals ausführen können. In unserem Fall wird es so sein, dass wir einen Helper haben. Der Helper erstellt eine Datenbank und die Datenbank stellt genau ein solches Data Access Object bereit für den Zugriff auf die Daily Goals. Wenn Sie jetzt eine kompliziertere Anwendung haben, dann können Sie ganz, ganz viele von diesen DAOs haben, weil Sie vielleicht unterschiedliche Entitäten in der Datenbank speichern. In unserem Fall ist das jetzt immer eine 1:1 Beziehung, aber dieser letzte Teil, dieses DAO, das ist was wir verwenden, um auf die verschiedenen Tabellen, wenn Sie so wollen, die in der Datenbank gespeichert sind, die verschiedenen Entitäten zugreifen zu können. Und wenn Sie nicht nur das Daily Goal, sondern auch noch andere Informationen parallel dazu in Ihrer Datenbank haben, dann haben Sie möglicherweise mehrere DAOs. Der Helper, der die Datenbank initialisiert hat, holt sich von dem dann diese DAOs und da implementieren wir dann ganz normal in Java, wie wir die Informationen aus der Datenbank auslesen oder reinschreiben und dann dem Rest der Anwendung bereitstellen. Wir haben ein kleines Problem noch, das werden wir relativ zu Beginn lösen wollen. SQLite unterstützt natürlich nicht alle Java-Objekte. Das heißt, wenn Sie sich mal anschauen, was kann SQLite so? Sie können da Strings reinspeichern in die Datenbank, Boolean, Numbers und vielleicht noch andere Dinge. Ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht auswendig. Falls da irgendjemand parat hat, was so die unterstützten Datentypen von SQLite sind, gerne reinposten. Fakt ist aber, so ein Daily Goal passt da nicht rein. Also es gibt nicht rein zufällig irgendwie einen Datentyp Daily Goal, den man so in die Datenbank reinspeichern kann. Das heißt, was Room machen muss, ist, es muss diese einzelnen Bestandteile des Objektes, also zum Beispiel das Datum und den Goal State, nehmen und einzeln in die Tabelle packen. Das ist das, was Room für uns übernimmt. Es zerlegt dieses Objekt in Dinge, die in SQLite gespeichert werden können, speichert die in der Datenbank und holt die uns auch wieder raus in Form von einem Daily Goal Objekt, in dem diese einzelnen Dinge dann erst rausgefischt und wieder zusammengesetzt werden. Und für all die Instanzen, für all die Eigenschaften von unserem Daily Goal Objekt, die nicht direkt, auch nicht, wenn sie als Instanzvariablen rausgegriffen werden, in der Datenbank gespeichert werden können, zum Beispiel sowas wie dieses Goal State oder tatsächlich auch des Datums, die Datumsklasse, die wir verwenden, müssen wir Type Converter schreiben. Type Converter sind Hilfsmethoden, die wir Room bereitstellen, um von unseren Datentypen in Datentypen zu wechseln, die die Datenbank unterstützt und dann andersrum wieder aus den Sachen, die in der Datenbank gespeichert worden sind, die Datentypen zu machen, die in unserer Anwendung tatsächlich relevant sind. Das ist die Idee von diesen Type-Convertern.
Und tatsächlich würde ich jetzt gerne anfangen, dieses Konzept Schritt für Schritt mit Ihnen gemeinsam umzusetzen. Vielleicht die wichtigste Frage erstmal: Haben Sie, wenn Sie jetzt mitprogrammieren möchten, das Starterpaket heruntergeladen und geöffnet? Sagen Sie mir das mal ganz kurz im Chat. Ja, nein. Einfach mal kurz erwähnen. Okay. Dann würde ich vorschlagen, dass wir direkt mal anfangen. Ich muss ganz kurz, und deshalb sehen Sie es gerade nichts. Ah, hier ganz kurz ein kleines bisschen umbauen. Geben Sie mir 30 Sekunden. So, jetzt sollte im Hintergrund der Emulator starten und ich alles richtig eingerichtet haben. Doch nicht. Es kann sich nur um Stunden jetzt. Jetzt kann ich meinen Bildschirm mit Ihnen teilen und wir können loslegen mit der Implementierung. Ich habe auch das Starter-Paket heruntergeladen bzw. ausgecheckt und würde jetzt diese verschiedenen Schritte mit Ihnen gemeinsam mal durchgehen. Ein kleiner Hinweis noch, bevor wir starten: Das, was wir jetzt machen, bezieht sich zwar immer auf diese Tractivity-Anwendung, aber Sie können das eigentlich Schritt für Schritt auch genauso auf die Übungsaufgabe anwenden, um die es jetzt in dieser Woche geht. Also das, was wir jetzt machen, deckt sich eigentlich relativ mit dem, was Sie auch in der Übungsaufgabe für einen anderen Anwendungsfall machen können. Ich habe die Anwendung mal ganz kurz gestartet. Sie sehen hier, das funktioniert bei mir. Ich zeige Ihnen noch mal ganz kurz, was das Problem ist im Moment. Ich kann hier diese Zustände setzen. Also ich möchte irgendwas, weiß nicht, was ich gemacht habe. Vielleicht war ich irgendwie laufen an den Tagen, bin spazieren gegangen, habe irgendwie eine Android-Übungsaufgabe gemacht. Und wenn ich jetzt das so wunderbar markiert habe und die Anwendung neu starte, dann sehen Sie, dass wieder alle Tage auf gelb gesetzt werden, weil diese Zustandsänderungen, die ich vorgenommen habe, nicht gespeichert worden sind. Und das Problem wollen wir jetzt lösen. Das Erste, was ich mache, ist, ich schaue mal in dieses in Daily Goal rein. Das ist, Moment, das ist leider nicht so, wie ich das haben wollte. Ich hoffe mal, es sind irgendwo anders noch so Reste von Code drin. Das Erste, was ich jetzt mache, um diese Informationen dauerhaft in der Datenbank zu speichern, ist das, was Sie jetzt gerade schon im Code gesehen haben. Ich weiß gar nicht, warum das da auftaucht. Ich würde jetzt gerne Room sagen, dass dieses Objekt hier in meiner Datenbank gespeichert werden soll. Und dazu annotiere ich diesen Code. Ich ändere nicht meinen Code, ich passe nicht mein Objekt an, damit das irgendwie in die Datenbank reinpasst, sondern ich sage diesem Room Framework, wie es mit diesem Objekt umzugehen hat. Also wie soll dieses Objekt, oder erstmal informiere ich Room darüber, dass dieses Daily Goal eine von den Informationen sein soll, die dauerhaft in der Datenbank gespeichert werden sollen, oder dass wir solche Objekte in die Datenbank speichern möchten. Und ich sage in einem gewissen Grad, wie Room die Struktur von diesem Objekt interpretieren soll, damit es in die Datenbank passt. Das Erste, was ich mache, ist, ich sorge erstmal dafür, dass Room weiß, dass das hier eine Entity ist. Ich sage also, dieses Objekt oder Objekte dieser Klasse, Instanzen dieser Klasse sollen als Entität später in der Datenbank gespeichert werden. Das ist eine, ist ein Tupel oder Objekte daraus sind Tupel innerhalb unserer Datenbank. Und wir können sogar noch präzisieren, die ganzen Objekte, die von diesem Daily Goal, von dieser Klasse erstellt worden sind oder erstellt werden und irgendwann in unsere Datenbank reinkommen, können oder sollen in einer bestimmten Datenbank gespeichert werden, die jetzt in meinem Fall einfach Goals heißt. Das ist die Information für Room. Diese Objekte sollen in die Datenbank gespeichert werden. Und zwar immer, wenn ein Daily Goal Objekt in die Datenbank gespeichert wird, soll das Ganze in diese Tabelle eingetragen werden. Und
Also denken Sie daran, was wir machen. Wir haben gar nicht, was die Idee ist, ganz am Ende haben wir eine SQLite-Datenbank. Auf der anderen Seite vom Spektrum haben wir innerhalb unserer Anwendung Objekte von der Klasse DailyGoal. Und wir wollen, dass bestimmte Objekte von dieser Klasse in die Datenbank gespeichert werden. Was wir nicht machen wollen, ist, wir wollen selber nicht diese ganzen SQL-Anweisungen schreiben, um eine Datenbank zu erzeugen, um vielleicht irgendwie Primärschlüssel zu definieren, um dann tatsächlich mit irgendwie sowas wie Insert oder Update diese Dinge in die SQL-Datenbank selber reinzuschreiben, sondern das soll Room machen. Und damit Room weiß, wie es das tun soll, annotieren wir unseren Code mit diesen Zusatzinformationen und geben all das mit, was dieses Framework braucht, um dann für uns zum Beispiel so eine Datenbank zu erstellen, eine Tabelle zu erstellen, in dieser Tabelle die entsprechenden Spalten für die einzelnen Instanzvariablen richtig zu benennen und auch mit dem richtigen Datentyp auszustatten und dann auf diesen so erstellten Tabellen zu operieren. Also wir annotieren unseren Code, damit Room für uns die SQL-Aufgaben macht. Damit das hier funktioniert, damit dieser Code hier von Android Studio erkannt wird, muss übrigens, kleiner Hinweis, ich glaube, das haben wir in dem Startercode, aber in dem in der Übungsaufgabe schon erwähnt, in diese Gradle-Datei was eingetragen werden. Also wenn Sie mal hier in Ihrem Code unter Gradle Scripts auf diese Modul Gradle-Datei schauen, dann sehen Sie hier unten zwei Einträge. Bestätigen Sie mal ganz kurz, dass die im Starterpaket auch schon drin sind. Nicht, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Also in Ihrer Gradle-Datei sollte das drinstehen. Müsste drinstehen, oder? Schreiben Sie mal kurz Ja, Nein rein, während ich das erkläre. Dieses Room-Framework, das ist ein Framework, was Android bereitstellt. Also das ist keine externe Bibliothek oder so, aber die Libraries und die Klassen und was auch alles dazugehört, die sind nicht automatisch in jedem Android-Projekt stehen die nicht zur Verfügung, weil nicht jedes Projekt eine solche Room-Datenbank braucht. Und was wir hier machen ist, wir sagen, unser Android-Projekt soll dieses Room-Framework nutzen in dieser Version, soll auch die Annotationen nutzen, die wir brauchen, um unseren Code entsprechend für Room aufzubereiten. Und wenn wir das in diese Gradle-Datei eintragen, also wir sagen, wir brauchen bei der Umsetzung von unserem Code mehr oder weniger diese externe oder diese zusätzliche Systemlibrary und diese zusätzlichen Annotationen, dann kümmert sich Gradle darum, dass lokal auf Ihrem Rechner dieses Framework heruntergeladen wird und dieser Annotationsprozessor auch runtergeladen wird und dass das so in dem Android Studio Projekt integriert wird, dass Sie dann diese entsprechenden Klassen, die dahinter stehen und die Annotationen, die dahinter stehen, im Code verwenden können. Also das hier, wenn Sie das aus anderen Kontexten irgendwie anders kennen, ersetzt komplett dieses manuelle Herunterladen von zum Beispiel einer JAR-Datei, dann das Einfügen von dieser JAR-Datei irgendwo in den lokalen Projektordner, das Aufrufen von den Einstellungen und das Verknüpfen von dieser JAR-Datei mit Ihrem Projekt, damit Sie dann diese Library nutzen können. Das übernimmt alles Gradle und wir sagen nur, was wir gerne verwenden würden. Room müssen wir hier extra eintragen, weil das nicht standardmäßig in jedem Android-Projekt verfügbar ist. Wenn wir das hier aber eintragen, dann kommt nochmal so eine kleine Meldung, dass wir das jetzt synchronisieren sollen. Dann werden diese Inhalte heruntergeladen und dann können wir die hier in unserem eigenen Code verwenden. Also ganz wichtig, für einige Frameworks und Libraries müssen Sie ein bisschen was ergänzen in der Gradle-Datei, in unserem Fall diese Implementation und die Annotation von dem Room-Framework. Und dann funktioniert das hier. Was wir noch zusätzlich machen können, ist, wir können Room sagen, wie es diese Instanzvariablen, die es hier in diesen Klassen gibt, zu behandeln haben. Und eine Sache, die Sie kennen, wenn Sie schon mal mit Datenbanken gearbeitet haben, mit relationalen Datenbanken, dann ist es, dass es meistens so einen Primary Key gibt. Auch die Leute, die vielleicht noch keine Erfahrung mit Datenbanken haben, werden das Konzept relativ schnell sich erschließen können. Es gibt einen Eintrag innerhalb eines Tupels, also innerhalb einer Zeile von diesen Tabellen, der kann eindeutig sein.
Und wenn er eindeutig ist, kann er als Primärschlüssel verwendet werden. Und als Primärschlüssel wird er dann verwendet, um diese Elemente eindeutig, also eine einzelne Zeile, eindeutig beschreiben zu können. Also wenn Sie Daten haben, die in der Datenbank drinstehen, möchten Sie wahrscheinlich zielgerichtet darauf zugreifen können. Und dieser Primärschlüssel ist so die erste Möglichkeit, dass Sie Tupel innerhalb einer Datenbank anhand von einem ganz konkreten Wert eindeutig beschreiben. Das ist der einfachste Fall für solche Schlüsselattribute. Es gibt auch wesentlich kompliziertere mit zusammengesetzten Schlüsseln und so weiter. Aber ein Element in unserer Datenbank, in einer Tabelle, ein Tupel, kann einen Primärschlüssel haben und damit können wir das immer wieder identifizieren. Und wenn wir irgendwas in die Room-Datenbank reinspeichern wollen, dann brauchen wir in der Regel auch so einen Primärschlüssel. Damit Room dann später anhand von diesem Schlüssel, also von diesem einen Attribut, die ganzen Objekte, die in der Datenbank gespeichert sind, unterscheiden kann. Und ich habe hier so ein Datum und das kann ich als Primärschlüssel verwenden an dieser Stelle, weil ich ja für jeden Tag nur einen Eintrag haben kann. Es kann nicht an einem Tag zwei verschiedene Daily Goals geben, das macht in meinem Konzept wenig Sinn. Und dementsprechend kann ich diese Instanzvariable, die diesen Eintrag beschreibt innerhalb der Zeit, als Primärschlüssel verwenden. Und das mache ich einfach, indem ich sage, das ist der Primärschlüssel. Also Local Date ist der Primärschlüssel oder der Wert, der da drin steht, soll innerhalb der SQLite Datenbank als Primärschlüssel für diese ganzen Daily Goal-Einträge verwendet werden. Sie können das noch, können auch viel mehr machen. Sie können zum Beispiel solche Sachen sagen wie non-null oder was gibt es denn noch so für schöne Dinge, die man mit SQL in Verbindung bringen kann. Ja, egal. Müssen wir jetzt nicht alle durchschauen. Das sind letztendlich, wenn Sie sich mit SQL schon mal ein bisschen beschäftigt haben, diese zusätzlichen Attribute, die Sie einem einzelnen oder Eigenschaften, die Sie einem Attribut innerhalb des Datenbankschemas zuweisen können. Im Moment würde wahrscheinlich Primary Key völlig reichen. Wir sagen einfach, das hier ist unser Primärschlüssel. Wir können auch solche Sachen machen. Wir können zum Beispiel sagen, diese Eigenschaft soll auch in die Datenbank gespeichert werden. Also diese State-Eigenschaft soll in unsere Tabelle Goals eingetragen werden und dort unter dem Namen State gespeichert werden. Damit können Sie wieder SQLite-Umformulierung den Spaltennamen beeinflussen. Und mit den Annotationen, und können es jetzt noch irgendwie fortführen, wenn wir das irgendwie präzisieren möchten, aber mit diesen Annotationen haben wir unser erstes Objekt für die Verwendung in der Datenbank vorbereitet. Mehr müssen wir nicht tun. Wir müssen nichts weiter tun auf dieser Ebene der Datenschicht, um Room zu sagen, wie diese Objekte in der Datenbank gespeichert werden sollen. Zumindest hier nicht. Wir müssen jetzt noch ein bisschen was an Code schreiben für die eigentlichen Datenbankoperationen, aber unser Objekt, was schon existiert hat, dieses Daily Goal Objekt, ist jetzt soweit vorbereitet. Wir haben Room gesagt, diese Dinge sollen irgendwann mal in die Datenbank gespeichert werden. Die Tabelle, die du dafür benutzen sollst, soll Goals heißen. Die einzelnen Objekte können über diese Instanzvariable eindeutig voneinander unterschieden werden. Benutzt das als Primärschlüssel in der Datenbank. Und wenn du dann die State-Werte in die Datenbank reinspeicherst, dann mach das bitte in einer Column, die auch State heißt. Ich glaube, standardmäßig wäre das dann der Wert, aber wir könnten hier zum Beispiel sowas auch reinschreiben, irgendetwas, um diese Spalte innerhalb der SQLite-Datenbank dann genauer zu präzisieren. Okay, jetzt weiß Room, dass es Daily Goals gibt und dass die in die Datenbank irgendwann mal reingespeichert werden sollen. Der nächste Schritt ist jetzt, Room zu sagen, was wir für Operationen mit den Objekten, mit diesen Daily Goal Objekten in unserer Datenbank dann tatsächlich anbieten möchten. Und jetzt geht es darum, die verschiedenen Klassen zu implementieren, die wir für Room brauchen. Dazu erstelle ich mir in meinem Projekt ein neues Paket. Ich nenne das mal DB. Und da packe ich jetzt alles rein, was speziell nur für die Datenbank notwendig ist.
Das erste, was ich mache, ist, ich implementiere eine neue Java-Klasse, also eigentlich ein Interface. Das nenne ich Daily Goal DAO. Und das wird mein Data Access Object. Ich habe jetzt Room gesagt, Daily Goals sollen in die Datenbank. Und in diesem Interface definiere ich jetzt Methoden, die Room später mit diesem Daily Goal Objekt in der Datenbank durchführen soll, damit Room weiß, dass es sich hierbei um ein Interface für ein solches DAO handelt, annotiere ich das wieder. Also Sie sehen, Annotationen sind jetzt der Schlüssel dafür, dass wir unseren Code beschreiben, und zwar nicht in Form von Kommentaren für irgendwelche anderen Entwickler und Entwicklerinnen, sondern mit diesen Annotationen beschreiben wir unseren Code für einen anderen Teil unserer Anwendung, nämlich für dieses Room Framework. Dadurch wird Room verstehen, wie es diese ganzen Klassen, die wir jetzt vorbereiten, verwenden kann, um unsere Datenobjekte in die Datenbank zu speichern und wieder zurück. Also diese Annotationen sind für Room gedacht, um unseren Code für diesen Anwendungsfall zu beschreiben. Was wir jetzt hier machen ist, wir definieren für jede Datenbankoperation, die wir mit diesen Daily Goal Objekten durchführen möchten, eine Interface-Methode, und wir annotieren diese Interface-Methode, damit Room weiß, für was für eine typische Datenbankoperation es diese konkrete Methode verwenden soll. Der einfachste Fall: Wir fügen ein neues Objekt in die Datenbank rein. Also wir haben eine Methode, die gibt nichts zurück. Die hat meinen Namen, Insert Daily Goal vielleicht, kriegt ein Daily Goal übergeben. Das Goal Day, wie auch immer Sie wollen. Und diese Methode soll verwendet werden, um ein Objekt dieser Klasse in unserer Room-Datenbank zu speichern. Und jetzt sehen Sie, warum Room oder warum allgemein diese Abstraktionsschicht für Datenbanken so toll ist, weil das Einzige, was ich machen muss, ist, ich sage jetzt wieder über eine Annotation, wenn eine Insert Operation ansteht, also wenn aus irgendeinem Grund ein Objekt in die Datenbank gespeichert werden soll, dann möchte ich diese Methode verwenden. Und wenn ich diese Methode aufrufe, soll Room diese Operation hier, die ich über die Annotation angegeben habe, mit diesem Objekt durchführen. Also wir sagen Room, wenn später diese Methode aufgerufen wird, also wenn dieses Interface irgendwo implementiert wird, wird diese Methode mit einem konkreten Objekt aufrufen, dann sorgt bitte dafür, dass diese Sachen auch in die Datenbank eingetragen werden. Und mehr müssen wir nicht machen. Wir müssen jetzt hier keinen SQL schreiben. Wir können das, sehen Sie gleich, auch selber diese Zuordnung von einer konkreten SQL-Anweisung zu einer Methode innerhalb unseres Codes vornehmen. Aber bei diesen einfachen Operationen reicht es, wenn wir nur diese Annotation machen. Also Room kümmert sich dann darum, dass dieses Objekt in die Datenbank eingetragen wird und schreibt selber den SQL-Code. Also irgendwie sowas wie Insert, in Goals und dann Values und Attributslisten, wie man das halt so schreibt in SQL. Und das müssen wir nicht machen. Wir haben das Objekt vorbereitet und wir sagen Room nur für eine Insert-Operation aus. Und das wird auch weiterhin so einfach bleiben. Wir können zum Beispiel sagen, vielleicht wollen wir ein bestehendes Objekt aktualisieren. Es ist ja auch so eine typische Datenbankoperation, die man möglicherweise hat. Wir haben hier ein Objekt, das hat vielleicht ein bestimmtes Datum und einen bestimmten Zustand. Das existiert schon in der Datenbank, aber es hat sich vielleicht der Zustand geändert. Der ist jetzt nicht mehr offen, sondern der ist markiert als erreicht oder als verfehlt. Und dann rufen wir diese Funktion auf und wir möchten, dass Room dieses Objekt hier und das Gegenstück dazu, was möglicherweise schon in der Datenbank gespeichert ist, aktualisiert, beziehungsweise die Werte, die hier drin sind, an der entsprechenden Stelle in der Tabelle einträgt. Dann soll Room, also übersetzt, schauen, ob
es ein Objekt gibt, was diesen Primary Key hat. Das ist ja der Schlüssel, mit dem die Objekte identifiziert werden. Also gibt es in der Datenbank schon ein Objekt, was das Datum hat, das wir hier als Parameter übergeben? Wenn ja, ändere die anderen Eigenschaften, sodass dann der State, der hier in diesem Objekt drin steht, erreicht, nicht erreicht, offen, in der Datenbank an der entsprechenden Stelle fürs entsprechende Tupel eingetragen wird. Und alles, was wir tun müssen, um diesen Prozess anzustoßen, ist, hier reinzuschreiben, Update. Und dann kümmert sich Room darum, dass dieses Objekt verwendet wird, um den äquivalenten Eintrag in der Datenbank entsprechend anzupassen. Manche Sachen sind ein bisschen komplizierter. Zum Beispiel könnten wir sagen, wir würden gerne ein bestimmtes Objekt auslesen aus der Datenbank. Also das ist ja auch eine häufige Datenbankoperation. Sie wollen nicht nur Dinge irgendwie reinschreiben und aktualisieren, sondern es ist ja auch wichtig, Informationen rauszubekommen. Dann schreiben wir uns zuerst eine Methode, die auf Java-Ebene das repräsentiert oder eine Methodensignatur. Wir sind ja in einem Interface. Sagen zum Beispiel getGoalForDate. Und wir wissen, unsere Datumsobjekte, unsere Goal-Objekte werden ja durch ein Datum identifiziert. Das ist dieser Primary Key. Hier. Der ist vom Typen LocalDate. Und ich übergebe ein solches Date an diese Interface-Methode. Da muss ich das noch importieren, damit das funktioniert. Und ich möchte jetzt, dass Room mir aus der Datenbank das Objekt raussucht, was als Primärschlüssel, das haben wir so in der Tabelle eingetragen, dieses Datum hier hat. Jetzt können wir leider nicht mehr so ein Einwort-Ding machen, aber wir können sagen, wir schreiben uns jetzt eine SQL-Query, die ausgeführt werden soll, wenn diese Methode aufgerufen wird. Wir können Dinge, die hier drin stehen, als Parameter für die Query benutzen. Und Room wird dann das, was aus dieser Query rauskommt, also das Ergebnis, als einen Wert von dieser Rückgabe, von diesem Rückgabetypen, den wir hier definiert haben, erstellen. Und somit können wir dann auf diese entsprechenden Inhalte zugreifen. Also wenn es ein bisschen komplizierter wird, können wir Queries selber schreiben und zum Beispiel sagen, select all from goals where date, das ist der Spaltenname für den Primärschlüssel, ist gleich und wir kennzeichnen über einen Doppelpunkt, dass wir auf einen bestimmten Parameter zugreifen möchten. Und das war's. Also wir sagen, das hier ist die SQL-Operation, die Room ausführen möchte. Wir können vielleicht sogar noch, weil wir wollen ja nur ein Objekt haben, sowas machen. Limit Run. Ich glaube, das ist der richtige SQL-Syntax. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Wir wollen nur ein Element raushaben, aber da das hier der Primärschlüssel ist, kann es nur ein Element geben. Es kann innerhalb dieser Datenbank, innerhalb dieser Tabelle nur ein Daily Goal für dieses Datum geben. Deshalb können wir uns das eigentlich sparen. Aber diese SQL-Query wird Room dann für uns ausführen, wenn später diese Methode, wenn sie dann mal implementiert ist, ausgeführt wird. Und was wir zurückbekommen, ist dann wieder ein Objekt, nämlich unser Daily Goal. Um diese ganze Abarbeitung von dieser Query, kriegt dann ja irgendwie einen Cursor zurück wahrscheinlich, also irgendwie ein Result-Set mit mehreren Einträgen oder jetzt in dem Fall nur ein Eintrag und dann das Umwandeln wieder in ein Daily Goal-Objekt. Darum kümmert sich Room. Und so können wir auch ein bisschen kompliziertere Queries schreiben. Zum Beispiel möchten wir vielleicht nicht immer nur einzelne Objekte zurückhaben, sondern vielleicht möchte ich eine Liste auch mal mir zurückgeben lassen aus Daily Goal-Objekten. Und wir verwenden da keine ArrayList, sondern mal List, weil das der Standard Datentyp oder der abstrakte Datentyp für das ist, was Room uns als Ergebnis zurückliefert auf eine Anfrage, wenn da mehrere Dinge drin sind. Und ich würde gerne, ich formuliere jetzt zuerst die Java-Methode, die ich dann später aufrufen möchte, gerne alle Ergebnisse, alle Ziele für Tage haben, die nach oder auf einem bestimmten Datum liegen. Warum brauche ich so eine Methode? Ich möchte irgendwann sagen,
Das hier ist der erste des aktuellen Monats und ich würde gerne in der Datenbank schauen, ob es für die restlichen Tage des Monats schon irgendwelche Einträge gibt. Und dann übergebe ich den ersten Tag des Monats als Datum und sage, gib mir bitte aus der Datenbank alle Einträge, die du schon hast, für den restlichen Monat zurück. Und auch hier wieder implementiere oder schreibe ich jetzt die Query-Methode, die Room dann später ausführen soll. Zum Beispiel sowas wie select all from goals where date. Und jetzt müssen Sie mir vertrauen, dass das richtiger SQL-Syntax ist. Größer gleich date. Also ich würde gerne alle Ziele aus dieser Tabelle auslesen, in denen das Datum größer oder gleich das Datum ist, das ich hier übergebe. Und jetzt sieht man ganz deutlich, auf der Java-Ebene und auf der SQL-Ebene, auf der SQL-Ebene vielleicht noch nicht so stark, wenn sie in dieser Syntax noch nicht so drin sind, dass das wirklich zweimal die gleiche Aktion ist. Das ist in unserem Java-Code dann die Methode, die wir aufrufen wollen. Und das ist der zugehörige SQL-Syntax, der ausgeführt wird, um dieses Informationsbedürfnis, was durch den Aufruf dieser Methode gestillt werden soll, zu beschreiben. Und nochmal, wir formulieren nur die Query darum, dass diese Query dann ausgeführt wird und das richtige Ergebnis in Form von einer Liste von Daily Goal Objekten nach außen gegeben wird oder als Ergebnis von dieser Methode zurückgegeben wird. Darum kümmert sich dann entsprechend Room. Das müssen wir nicht machen. Wir müssen nur sagen, wenn ich diese Methode aufrufe, führe bitte diese Query aus und das Ergebnis am Ende organisiert dann Room. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Ich habe jetzt hier ein bisschen was implementiert und ich habe Ihnen ein großes Problem nicht verraten. Ich habe es aber am Anfang schon angesprochen. Wir haben in unserem Daily Goal Objekt Werte, zum Beispiel vom Typen Local Date oder vom Goal State. Und das sind Dinge, mit denen kann Room nichts anfangen. Also Room weiß nicht, wie es ein Local Date in eine SQLite-Datenbank reinpackt und schon gar nicht, wie es ein Goal State in die Datenbank reinspeichert. Das hier ist irgendwas von Java, komplexes Objekt, was ein Datum beschreibt ohne Zeitangaben. Das ist was, was wir selber hier als Enum implementiert haben. Und Room kann am Ende nur mit solchen Werten arbeiten, die auch mit SQLite kompatibel sind. Also mit zum Beispiel Strings, mit Zahlenwerten, mit Boolean-Werten. Also die Dinge, die auch in eine normale, ganz normale SQLite-Datenbank reinpassen. Und wenn wir jetzt Room aber dafür nutzen möchten, um auch solche komplexen Objekte zu speichern, dann müssen wir ihm helfen oder müssen wir diesem Framework helfen. Und was wir tun müssen, ist, wir müssen Strategien vorgeben, also ganz konkrete Methoden, mit denen Room aus so etwas einen Wert machen kann, den es in die Datenbank speichern kann. Zum Beispiel ein String oder eine Zahl. Und dann, wenn es aus der Datenbank uns wieder Daily Goal Objekte zurückgeben möchte, dafür sorgen kann, dass es aus diesen Dingen, die in der Datenbank drinstehen, dann wieder die passenden Werte für unsere Objekte erstellen kann. Also wir brauchen solche Konverter zwischen den Sachen, die in unseren Objekten verwendet werden, wenn die nicht standardmäßig schon von Room unterstützt werden. Und das machen sie, indem sie eine Klasse implementieren, die kann heißen, wie Sie möchten. Es bietet sich an, die irgendwie so zu benennen, dass klar ist, dass das die Converter-Methoden für ein bestimmtes Objekt sind. Aber nochmal, das müssen Sie nicht auf eine bestimmte Art und Weise benennen. Wir werden das später anders in Room integrieren, diese Klasse. Aber der Sinn von der Klasse, die ich jetzt schreibe, ist es, für die Attribute, die in dem Daily Goal Klassen oder Objekten drinstehen, Type Converter anzubieten. Und deshalb heißt diese Klasse jetzt bei mir Daily Goal Attribute Type Converter. Also Umwandlungsmethoden für die komplexen Eigenschaften eines Daily Goal Objektes, damit die in der Datenbank gespeichert werden. Und was wir jetzt hier machen müssen, ist, wir müssen Methoden schreiben, die von ihrer Signatur her Room klar machen, dass es die verwenden kann, um eine Entität,
die wir im Code als solche markiert haben, beziehungsweise deren Eigenschaften in kompatible, SQL-kompatible Elemente umzuwandeln. Und zum Beispiel könnten wir sagen, wir schreiben eine Methode, die ist dann immer öffentlich und statisch, die einen Long-Wert zurückgibt. Longs kann Room in eine Datenbank unterbringen, das ist kein Problem. Und wir übergeben an diese Methode ein Local Date und implementieren die Methode auch gleich. Das, was hier steht, ist völlig egal. Wenn wir jetzt, also für uns nicht, weil die Methode sollte schon einen guten Namen haben, für Room ist das aber egal. Was für Room wichtig ist, ist, dass wir sagen, wieder mit so einer Annotation, dass das hier ein Type-Converter ist. Und wenn die Room jetzt, und wir müssen später noch Room sagen, dass es diesen Type-Converter auch verwenden soll, irgendwo an die Stelle stößt, wo es aus einem Local-Date-Objekt irgendetwas machen soll, was in die Datenbank gespeichert werden soll, schaut es in diesen Type-Converter, gibt es eine Methode, der ich ein entsprechendes Objekt vom entsprechenden Datentyp als Parameter übergeben kann und das dann zurückgibt als ein Wert von einem Typen, den ich in die Datenbank speichern kann. Also wir bieten für all diese Transformationsvorgänge Room konkrete Methoden an, die es verwenden kann, um das, was wir sehr komplex dargestellt haben, auf eine Art und Weise in der Datenbank unterzubringen, mit dem SQLite umgehen kann. Und wir brauchen in der Regel dann immer auch ein Gegenstück, zum Beispiel sowas, public static local date to date long time, nehmen wir es auch mal date, das wir auch als Type Converter markieren und damit Room mitteilen, wenn du die andere Richtung brauchst, wenn du aus der Datenbank einen Long-Wert ausgelesen hast und du brauchst den aber als Local Date, weil du ja für uns wieder diese wunderbaren Daily Goal Objekte herstellen möchtest, dann nimm diese Methode. Und ihre Aufgabe ist es dann, in dieser Methode aus dem, was sie reingeben, das zu machen, was Room als Ergebnis weiterverwenden soll. Das ist jetzt in dem Fall gar nicht so schwierig. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz. Wir können Zeiten relativ gut umrechnen, indem wir uns daran erinnern, dass es so ein Format gibt, in dem wir Zeitpunkte als numerischen Wert darstellen können. Als eine zusammenhängende Zahl, die einen bestimmten Zeitpunkt innerhalb, einen bestimmten Punkt innerhalb der Zeit eindeutig identifiziert. Wissen Sie, was ich meine? Kennen Sie dieses Konzept von zum Beispiel sowas wie einem Unix-Timestamp? Also eine ganz einfache Idee ist, wir legen, oder das ist nicht unsere Idee, das haben andere Leute gemacht, wir legen einen Zeitpunkt fest, 1.1.1970, und wir zählen alle Millisekunden, die seitdem vergangen sind, und der Wert dieser Millisekunden kann dann verwendet werden, um einen entsprechenden Zeitpunkt nach oder vor 1970, wenn es dann in negative Zahlen geht, zu identifizieren. Und das können wir uns zunutze machen, weil zum Beispiel diese Local Date Klasse mit dieser Idee von so einem Timestamp über ein paar Umwege kompatibel ist. Machen wir mal den einfachen Fall. Wandeln wir mal dieses Date, dieses Datum, was ich hier übergebe, zuerst in so einen Timestamp in Millisekunden um. Wie kann ich das machen? Ich muss zuerst irgendwie Uhrzeit mit in dieses Local Date reinbringen. Ganz kurz Java-Hintergrundwissen, Local Date bezeichnet in einer bestimmten Zeitzone ein Datum, das heißt Jahr, Monat und Tag, da ist noch keine Uhrzeit drin. Wenn wir jetzt Timestamps haben wollen, müssen wir noch irgendwie eine Uhrzeit hinzufügen, damit wir alle Informationen haben, um diese Millisekunden zu generieren. Und eine ganz einfache Möglichkeit, aus einem Local Date ein sogenanntes Local Date Time Objekt zu machen, was diese Uhrzeit beinhaltet, ist einfach auf dem Datum @start of day aufzurufen.
Das sorgt dafür, dass zu diesem Datum, was noch keine Zeitinformation behält, eine Uhrzeit hinzugefügt wird, nämlich 0 Uhr 0, da startet der Tag. Dann sorgen wir noch dafür, dass wir immer die Zeitzone verwenden, die auch auf dem System verwendet wird. Und da können Sie über die Klasse ZoneID und SystemDefault einfach das wählen, was aktuell auf dem Gerät, auf dem Sie sich gerade befinden, ausgewählt ist. Und wenn wir dann ein Datum haben für unsere aktuelle Zeitzone, können wir daraus eine sogenannte Instant erzeugen. Das ist diese Repräsentation des Timestamps. Das ist noch nicht der finale Wert in Millisekunden, aber den können wir dann mit dem Aufruf von diesem Epoch Milli, also Millisekunden seit 1970, auch aufrufen bzw. erzeugen. Und so haben wir uns dann über ein paar Umwege, und das können wir nach außen geben als Return-Anweisung, einen Long-Wert erzeugt, der dieses Datum eindeutig beschreibt. Und damit kann Room jetzt wieder was anfangen. Also damit kann Room dieses Datum, was es eigentlich nicht in der Datenbank speichern kann, in die Datenbank speichern. Und der andere Weg in die andere Richtung ist ähnlich leicht. Wir erzeugen uns zuerst einen Timestamp auf Basis dessen, was wir als Wert übergeben bekommen. Das hier wird später das sein, was wir an diese Stelle in die Datenbank reingeschrieben haben, wenn wir es rauslesen wollen. Hier speichert Room was in die Datenbank. Ein komplexer Wert wird runtergebrochen auf einen einfachen Wert, damit das in die Datenbank passt. Hier machen wir aus dem einfachen Wert, der in die Datenbank passt, wieder das komplexe Objekt, was wir in unserem Code brauchen. Wir erzeugen uns zuerst wieder so einen Timestamp. Wir sagen auch hier wieder, dass wir das Ganze für die aktuelle Zeitzone haben wollen. Also das ist immer nur dieser Umweg, weil wir arbeiten ja mit lokalen Zeitinformationen, damit das auch alles zu dem passt, was die Leute, die unsere Anwendung benutzen, als Zeitgefühl tatsächlich haben. Und daraus können wir uns dann ohne große Umwege wieder ein Local Date machen. Und so haben wir jetzt für Room diesen Transformationsprozess von was Kompliziertem zu was Einfachem umgesetzt. Ich gebe das hier nochmal zurück. Und Room kann jetzt, wenn es irgendwann mal in der Arbeit mit unseren Daten an die Stelle kommt, wo es aus sowas, sowas oder beim Auslesen aus sowas, sowas machen muss, auf unsere Type-Converter zurückgreifen, die wir implementiert haben. Das ist noch unsere Aufgabe. Das kann Room nicht selber machen. Wir müssen sagen, wie zwischen diesen Werten transformiert werden soll. Wir brauchen noch eine Information oder wir brauchen noch einen Transformationsschritt, weil es nicht nur diese Local Dates sind, die bei uns eine Rolle spielen, sondern wir brauchen auch zum Beispiel sowas, um aus einem, ich lasse mal den Datentyp kurz offen, aus einem aus einem Goal State, also aus diesem Enumswert, den wir haben, irgendetwas zu machen, was wir in die Datenbank reinspeichern können. Also so ein Goal State Enumswert, der passt nicht in die Datenbank und wir brauchen irgendwas, was wir in die Datenbank reinspeichern können. Und das ist jetzt tatsächlich super einfach, weil so Enum-Werte, wenn Sie sich erinnern, ja nummeriert sind. Also diese Werte hier, die haben ja in sich schon einen Wert 0, 1, 2. Und wenn wir Gold State Unknown in die Datenbank speichern möchten, können wir einfach diesen Wert reinspeichern. Und wenn wir den wieder rauslesen wollen, erzeugen wir uns dann, indem wir über den Wert, der da drin steht, 0, 1, 2, den passenden Eintrag wieder raussuchen, den richtigen Enumswert. Also Enum-Einträge kann man einfach als Integer in die Datenbank reinschreiben.
toGoldStateInteger heißt dann unsere Methode, kann aber auch anders heißen. Und hier machen wir nichts anderes, als zu sagen, nimm dir bitte von dem GoldState den Zahlenwert, den jeder Enums-Eintrag hat. Und das ist diese Zahl zwischen 0, 1, 2 und so weiter, die sich aus diesem konkreten GoldState und dessen Position innerhalb des Enums ergibt. Und auch das hier kennzeichnen wir als Type-Converter. Und auch hier brauchen wir wieder das Gegenstück. Wir wollen dann später ja auch diese GoldStates wieder aus der Datenbank rausnehmen. Dementsprechend eine weitere Methode, die das Gegenstück wieder hat, toGoldState, und einen Integer übergeben bekommt. Und was macht toGoldState? Was machen wir hier? Wir greifen auf das Enum zu, lesen dessen Werte aus. Da bekommen wir einen Array zurück, falls Sie sich nicht erinnern, in dem all die Werte, die in dem Enum gespeichert sind, drin sind. Und wir greifen auf den Wert zurück, der hier als Parameter übergeben wird, geben das Ganze dann nach außen raus und können somit aus dieser Zahl, die wir in die Datenbank gespeichert haben, für einen konkreten GoldState, auch den konkreten GoldState wieder auf der anderen Seite auslesen, indem wir diese Zahl, die wir gespeichert haben, verwenden, um auf das 0., 1., 2. Element zuzugreifen. Das war das Data Access Object. Und jetzt sind wir fast schon fertig. Also wir brauchen noch zwei Schritte. Wir müssen jetzt definieren, wie unsere gesamte Datenbank ausschauen soll. Und dann uns noch eine Helper-Klasse schreiben, die das, was wir jetzt alles gemacht haben, in diesem mit Room, mit unserer Anwendung tatsächlich verbindet. Also Helper-Klasse, mit der wir dann auf die Datenbank auch tatsächlich zugreifen können. Können wir auch anders machen, aber das ist so das Gängige. Jetzt haben wir diese, ist der Methodenname in Zeile 24. Ja. Also wenn Ihnen was Besseres einfällt, also wir könnten sowas hinschreiben, toInteger. Aber wahrscheinlich wäre es besser, wenn wir hier irgendwie auch eher noch diese Kennzeichnung mit einbauen, für was für einen Wert das tatsächlich passt. Also falls Sie jetzt irgendwie sagen, das ist kein so toller Name, stimme ich Ihnen zu. Mir fällt jetzt aber auch gerade kein besserer ein. Was an der Stelle vielleicht auch wichtig ist, ist, dass dieser Methodenname nochmal für Room überhaupt keine Rolle spielt. Also ist völlig egal, was hier steht. Room sucht sich dann diese Type-Converter anhand von den Parametern und der Rückgabe aus. Also ich, wie gesagt, mir fällt jetzt auch gerade kein so viel besserer Name ein. Vielleicht haben Sie einen Vorschlag, können Sie gerne posten. Das ist aber was für uns nur wichtig ist, wenn wir den Code lesen, nicht für Room. Für Room wird nur auf Rückgabe und Parameter geschaut. Aber falls Ihnen irgendwie ein besserer Name einfällt, gerne posten. Lassen Sie uns jetzt noch die Datenbank machen. Die Datenbank ist auch wieder eine Klasse, die wir implementieren. Ja, irgendwie sowas from und to noch mit einbauen, wäre vielleicht tatsächlich keine schlechte Idee. Also können Sie ja gerne mal in Ihrem Code dann auch anpassen. Ich mache jetzt noch schnell die Datenbankklasse. Die nenne ich, weiß ich nicht, wie ich die nenne, Daily Goal Database vielleicht. Daily Goal Database. Und diese Klasse, die machen wir jetzt zuallererst abstrakt. Wir wollen die nicht selber instanziieren. Das werden wir später über das Room Framework machen. Und dementsprechend soll die aus unserem Code heraus gar nicht erstellt werden können. Deshalb wird die abstract gemacht. Dann sagen wir Room, dass es sich hierbei um eine Datenbank handelt, ein Database. Wir sagen, wo die Entities sind, die in dieser Datenbank gespeichert werden. Und das sind in unserem Fall nur die
Objekte oder sind nur Objekte von diesem Typen Daily Goal. Also wir sagen, wir erzeugen, das hier ist eine Datenbank, die Room verwenden soll, und dort sollen Daily Goals, Goals drin gespeichert sein. Dann kommt dahinter noch so einen String, der ein großes Potenzial an Problemen mit sich bringt. Hier sagen wir nämlich, welche Version unserer Datenbank wir hier definieren. Das ist insofern wichtig, dass wenn wir später mal wesentliche oder grundlegende Änderungen an unserem Datenbankschema vornehmen, also diese Klasse jetzt hier zum Beispiel oder die DAOs verändern, dann können wir, indem wir hier das Ganze hochzählen, Android bzw. Room mitteilen, dass wir eine neue Variante unserer Datenbank in der Anwendung benutzen. Und das wiederum wird dann dazu führen, dass Room danach fragt, wie denn die alten Informationen, die in der Datenbank drin sind, in dieses neue Format überführt werden sollen. Also ganz einfach erstmal gesagt, wir sagen Room, hier, das ist eine Datenbank und in dieser Datenbank sollen erstmal diese Daily Goals gespeichert werden. Und das ist die erste Version unserer Datenbank. Es bezieht sich nicht auf den Inhalt, sondern auf die Struktur. Wenn sich die Struktur ändert, zählen wir das hoch und dann müssen wir auch Strategien anbieten, wie Room diese beiden Datenbanken dann die alte Version in die neue überführen soll. Da das so ein großes Problem ist und sie nicht ständig irgendwie beim Entwickeln neue Datenbankversionen testen wollen, ist eine Sache, die sie, wenn sie mit Datenbanken jetzt arbeiten, ganz, ganz häufig haben wollen, so eine komplette Deinstallation von ihrer App auf dem Emulator, damit sie mit einer neuen Datenbank anfangen möchten. Also dieses komplette Rücksetzen von der Anwendung, auch von den gespeicherten Daten in der Datenbank, ist was, was man beim Debuggen oder beim Ausprobieren, beim Entwickeln von solchen Apps ganz, ganz häufig braucht. Und wenn Sie in Android Studio mal in den Plugins-Bereich gehen und dann nach ADB Idea suchen, dann finden Sie ein Plugin. Das habe ich schon installiert und das würde ich jedem von Ihnen raten, unbedingt auch zu installieren. Denn wenn Sie dieses Plugin installiert haben, dann finden Sie in Ihrem Menü unter Tools diesen Eintrag ADB Idea und da können Sie ganz, ganz viele Operationen auf Ihrem Emulator ausführen bezüglich der aktuell ausgeführten Anwendung. Sie können zum Beispiel Uninstall App ausführen und dann wird automatisch diese App hundertprozentig von Ihrem Emulator entfernt. Da müssen Sie nicht selber im Menü irgendwie rumsuchen, Sie müssen nicht selber irgendwelche Terminal-Befehle eingeben. Das macht dann alles dieses Plugin oder kümmert sich darum, dass diese ADB-Verbindung, das ist ja diese Verbindung zwischen Android Studio und Ihrem Emulator, dafür sorgt, dass diese App deinstalliert werden kann. Und dann können Sie die App neu installieren und dann werden irgendwelche Probleme mit irgendwie inkompatiblen Datenbankversionen an der Stelle noch nicht auftreten. Also spätestens jetzt ist das vielleicht ein gutes Plugin, was man installieren sollte. Und bei diesen ganzen Datenbankgeschichten wollen Sie ganz, ganz häufig einfach Ihre Anwendung komplett zurücksetzen, damit Sie mit einem neuen State anfangen können. Was wir hier noch machen müssen ist, wir müssen Room sagen, wo es die Type-Converter findet, die benutzt werden, um für diese konkrete Datenbank diese Transformationsprozesse zu machen. Und das ist bei uns der Daily Goal Type-Converters, Entschuldigung, Plural, müssen wir auch importieren. Und dann weiß Room, wenn es in dieser Datenbank irgendwo nicht weiterkommt, was die Datentypen angeht, dann findet es hier höchstwahrscheinlich Hilfsmethoden, um das Ganze zu transformieren. Das Eigentliche, was wir aber wollen, ist hier zu sagen, was wir denn mit dieser Datenbank tatsächlich machen können, beziehungsweise auf welche Tabellen in dieser Datenbank zugegriffen werden kann. Und das machen wir, indem wir öffentliche Methoden bereitstellen, wieder Abstract, die diese DAOs, diese Data Access Objects nach außen geben. Und die nennt man dann in der Regel auf der einen Seite so, wie die Tabelle zum Beispiel heißt oder die Typen heißt, also Daily
Goals vielleicht irgendwie, Daily Goals und dann das DAO noch dahinter. Das ist zumindest in der Android-Dokumentation immer empfohlen, als Hinweis darauf, dass wir jetzt hier an dieser Stelle ein ganz konkretes DAO zurückgeben. Das wird dann dieses konkrete hier sein, weil das geben wir ja zurück, mit dem dann auf die eigentlichen Datenbankoperationen zugegriffen werden kann. Also hier ist erstmal unsere Datenbank im Allgemeinen mit Informationen darüber, was für Entitäten in dieser Datenbank gespeichert werden sollen. Dann ein Hinweis an Room, wo es Type-Converter für diese konkrete Datenbank bzw. die Entitäten findet, die dort gespeichert werden sollen. Und dann eine Methode, die den Zugriff auf die eigentlichen Inhalte anbietet, auf eine Tabelle, wenn Sie so wollen, und zwar über den Umweg von diesem Data Access Object, was wir definiert haben, in dem die eigentlichen Datenbankoperationen für eine bestimmte Tabelle oder eine bestimmte Entität festgehalten worden sind. Und in dem letzten Schritt können wir das alles jetzt mit unserer Anwendung verbinden, indem wir uns einen Database oder Day Database Daily Goal Database Helper schreiben. Und das ist unsere eigentliche Schnittstelle zwischen dem Rest unserer Anwendung und dieser konkreten Datenbank. Also hier wird die Datenbank dann erstellt, die wir für unsere Anwendung verwenden. Und mit dieser Klasse oder mit Instanzen dieser Klasse werden dann die verschiedenen Stellen, in unserem Fall ist es der Goal Tracker, die eigentlichen Datenbank-Funktionalitäten nutzen. Also das ist jetzt nochmal eine Trennung zwischen dem Rest unserer Anwendung und dieser Datenbankschicht. Also diese Database, der Type Converter, das DAO sind alles Teile für Room, die die Verwendung von diesem Framework ermöglichen. Und damit wir jetzt diese eigentliche Datenbank in unsere Anwendung integrieren können, schieben wir jetzt noch diese Zwischenschicht dazwischen, diesen Helper, der quasi als Vermittler zwischen diesen ganzen Room-Konzepten und unserer eigenen Anwendung dient. Und der hat ein paar Aufgaben. Der stellt Methoden bereit, mit denen die Datenbankoperationen ausgeführt werden können und initialisiert vor allem die eigentliche Datenbank. Lassen Sie uns das nochmal machen, ein bisschen was implementieren. Wir erstellen eine Variable, eine Instanzvariable. Da werden wir die Datenbank drin speichern. Dann brauchen wir irgendwie einen Namen für die Datenbank. Also unter welchem Namen soll Room diese Datenbank abspeichern? Und die speichere ich jetzt der Einfachheit halber mal in einer Konstanten. Suchen Sie sich irgendwas aus. Wichtig ist nur, dass Sie jedes Mal, wenn Sie auf die Datenbank zugreifen, den gleichen Namen verwenden, wenn Sie die initialisieren, damit Sie beim neuen Start der Anwendung auch immer die richtige Datenbank auslesen. Und wir brauchen, jetzt muss ich kurz überlegen, ob wir das wirklich brauchen. Nee, das passt eigentlich so. Dann erstellen wir uns einen Konstruktor in Daily Goal Database. Und der braucht eine Information. Wenn wir nämlich jetzt anfangen, auf die Datenbank zuzugreifen, brauchen wir den Kontext unserer Applikation. Also entweder die Activity oder noch besser den Application-Kontext. Und den müssen wir an den Konstruktor weitergeben. Also das ist ganz wichtig. Das ist eine Information, die unsere Klasse braucht. Das ist eine Abhängigkeit, die wir von so. Das ist eine Abhängigkeit, die wir jetzt in diesem Database-Helper brauchen und die wir von außen reingeben möchten. Dieser Kontext ist nicht in jeder Klasse bekannt. Den kennt erstmal nur die Activity. Und die Activity muss dann irgendwie dafür sorgen, dass wenn dieser Daily Goal Database Helper an irgendeiner Stelle erzeugt wird, an dieser Stelle auch der Kontext der Anwendung bekannt ist. Hier drin können wir unsere Datenbank dann erstellen. Dazu greifen wir auf das Room Framework zu, erzeugen uns so einen Database Builder, übergeben dem den Kontext, also für welche Applikation soll diese Datenbank erstellt werden. Dann was für eine Datenbank soll erstellt werden? Daily Goal Database.class, das ist diese abstrakte Klasse, die wir gerade eben erstellt haben.
Dann, wie soll diese Datenbank heißen? Database Name in unserem Fall, das ist hier oben diese Konstante, die ich reingeschrieben habe. Und dadurch wird dann, muss ich das jetzt importieren, Daily Goal Database. Was habe ich da jetzt falsch gemacht? Schreiben wir es mal zu Ende und dann schauen wir, was mein Problem hier gerade ist. Also wir sagen, baue mir bitte eine Datenbank in diesem Kontext für diese Datenbanksklasse mit diesem Namen. Wenn die Datenbank schon existiert, kriegen wir die existierende Datenbank zurück. Dann machen wir jetzt eine Sache, die uns das Leben leichter macht, aber ab nächster Woche verboten ist. Wir sagen, wir wollen Room über den Main-Thread verwenden. Normalerweise können Sie in dem Thread, in dem Sie sich befinden, in Ihrer Activity nicht auf Room zugreifen. Hintergrund-Datenbankoperationen können relativ lang dauern und Sie wollen nicht den Thread, in dem Ihr User-Interface dargestellt wird, dazu verwenden, irgendwelche längeren Operationen durchzuführen. Deshalb normalerweise immer Datenbankoperationen parallelisieren. Jetzt für diese erste Übung können wir mit diesem Allow Main Thread Queries einfach dafür sorgen, dass Room diese Anforderungen umgeht. Und mit dem Build-Befehl sorgen wir dann dafür, dass die eigentliche Datenbank gebaut wird. Und das speichern wir uns in unserer Instanzvariable. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen, warum das hier nicht funktioniert. Whole Database und hier haben wir ich habe einen ganz großen Fehler gemacht. Ich muss natürlich hier an dieser Stelle schon auch Room freundlich darauf hinweisen, dass das tatsächlich eine Room-Datenbank ist, indem ich von der entsprechenden Klasse erbe. Also in unserer Daily Goal Database hat das hier noch gefehlt. Extends Room Database für den Hinweis, dass wir hier tatsächlich eine Room-Datenbank erstellen wollen. Macht Sinn, wenn man drüber nachdenkt, habe ich aber tatsächlich vergessen. Was wir jetzt in dem Helper machen, ist, wir schreiben uns Methoden, die andere Stellen unserer Anwendung aufrufen sollen, um eine dieser Datenbankoperationen, die wir über das DAO ja schon angelegt haben, dann auch tatsächlich auszuführen. Also zum Beispiel sowas wie, ich würde gerne ein bestimmtes Objekt aus der Datenbank haben wollen. Also ich würde gerne ein Daily Goal aus der Datenbank auslesen, und zwar das Get Goal for Day. Und übergebe als Parameter, damit Room weiß, welches Objekt es mir zurückgeben möchte, soll ein Local Date, und zwar das natürlich für den Tag repräsentiert, für das ich jetzt hier ein bestimmtes Ziel auslesen möchte. Und jetzt greife ich auf Room zu, ich greife auf die Datenbank zu, die ich gerade oben initialisiert habe. Ich greife auf das Database Data Access Object zu, das ich aus dieser Datenbank rausgebe. Hier sage ich ja, meine Datenbank bietet das hier an. Und darauf rufe ich jetzt diese Methoden auf, die wir angelegt haben, um eine bestimmte SQL-Operation auszuführen. Und wir haben ja hier schon diese Access-Methode implementiert, um für ein gegebenes Date den richtigen Inhalt unserer Datenbank zurückzugeben. Und das kann ich jetzt hier an dieser Stelle machen. Ich sage, gib mir bitte das hier zurück und gib das Ganze aus der Methode raus. Und damit haben wir das erste Mal eine Verbindung zwischen unserer App und der Datenbank tatsächlich aufgebaut, denn dieser Helper kann jetzt verwendet werden, um über diesen Umweg die Inhalte aus der Datenbank auszulesen. Und das machen wir jetzt für alle Operationen, die wir über diesen Helper, für alle Datenbankoperationen, die wir über diesen Helper mit oder für den Rest unserer Anwendung bereitstellen möchten. Was könnten wir zum Beispiel noch haben wollen?
Wir könnten vielleicht, ich überlege gerade, was wir noch brauchen. Ja, natürlich, wir brauchen vielleicht irgendwas, um eine Daten, um ein Objekt in die Datenbank zu speichern. Und was man ganz häufig macht, ist, man möchte entweder ein Objekt in die Datenbank schreiben, wenn es noch nicht existiert, oder wenn schon existiert, dann dieses Objekt entsprechend überschreiben. Also so eine Operation, die man beschreiben könnte mit irgendwie Add or Update. Wenn das Objekt noch nicht existiert, füge es in die Datenbank hinzu. Wenn es schon existiert, dann nimm dir den Eintrag, der schon drin liegt in der Datenbank, und aktualisiere den mit den Werten aus dem Objekt, was ich übergebe. Das kann man in SQL direkt schreiben, aber wir können auch die Methoden, die wir schon verwendet haben oder implementiert haben in dem DAO, verwenden, um jetzt diese Funktionalität auf Java-Ebene zu implementieren. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr ins SQL reingehen. Ich schreibe mal eine Methode, add or update daily goal. Wir übergeben ein daily goal als Parameter. Und dann schauen wir zuerst mal in die Datenbank. Daily Goal, Goal from Database. Ob in der Datenbank schon ein solches Objekt, also dieses Objekt schon gespeichert ist. Das machen wir wieder, indem wir auf das DAO zugreifen und indem wir die Get-Methode verwenden, um zu schauen, gibt es für das Datum, was hier drin, das ja unser Primärschlüssel gespeichert ist, schon einen entsprechenden Eintrag. Wenn das der Fall ist, dann ist hier ein Daily Goal Objekt drin gespeichert. Wenn nicht, dann kriegen wir von dieser Methode null zurück. Dementsprechend können wir jetzt diesen Check machen. Wenn hier nichts drin steht, dann trag doch bitte unser Objekt in die Datenbank ein. Und wenn aber schon ein Objekt in der Datenbank drin ist, dann nimm dir auch wieder das DAO und aktualisiere dieses Ziel in meiner Datenbank. Und damit haben wir so die wichtigsten Methoden implementiert, die wir brauchen, um jetzt diese Datenbank aktiv in unserer Anwendung zu verwenden. Ich kann jetzt vielleicht noch ganz kurz Ihnen zeigen, wo das tatsächlich der Fall wäre. Und wir können ja mal diesen Tracker, den wir haben, so ausbauen, dass der tatsächlich diese Datenbank verwenden kann. Zumindest wenn es jetzt um das Schreiben vielleicht in die Datenbank geht. Der Goal-Tracker ist bis jetzt die Single Point of Truth-Stelle innerhalb unserer Anwendung, die sich um die Daten kümmert. Der hat hier so einen Array für diese ganzen Wochentage, für diese ganzen Monatstage. Und der kümmert sich darum, dass der Zustand geändert wird, gibt diese Informationen nach außen. Dazu ist auch eine entsprechende Methode implementiert. Das heißt, wir haben schon eine Stelle in unserer Anwendung, in der als einzige Stelle innerhalb der ganzen App diese Daten gespeichert und verwaltet werden. Und wenn wir das jetzt auch noch in die Datenbank überführen wollen, ist dieser Goal-Tracker vielleicht eine gute Stelle oder ein guter Kandidat, diese Aufgabe zusätzlich zu übernehmen. Das heißt, der Goal-Tracker soll unsere Datenbank verwalten. Das heißt, wir geben dem noch eine zusätzliche Instanzvariable. Private, was ist das dann? Daily Goal Database Helper. Das ist ja die Klasse, die innerhalb unserer Anwendung verwendet werden soll, um unsere Datenbank zu nutzen. Und die nennen wir vielleicht einfach nur DB. Und wenn jetzt unser Goal-Tracker initialisiert wird, dann erstellen wir auch einen neuen Datenbank-Helper. Das können wir vielleicht machen, nachdem wir das Tracking. Na, wir können es eigentlich direkt hier oben machen. Das ist kein Problem. Wir erstellen da einen neuen Goal Database Helper. Der braucht aber einen Kontext. Also der braucht einen Kontext, haben Sie ja gesehen, wenn wir die Datenbank erstellen wollen.
Da müssen wir hier angeben, für welche Applikation wir das machen. Das heißt, unser Goal-Tracker braucht an dieser Stelle, wenn es den Database-Helper selber instanzieren möchte, jetzt eine Kontextinformation. Da wir aber nicht in der Activity sind, können wir uns diese Kontextinformation nicht holen. Was können wir stattdessen machen? Wir können dem Goal-Tracker die Informationen mitliefern, die er braucht, um diese Aufgabe zu erfüllen. Das heißt, wir ändern den Konstruktor, geben einen Kontext mit und fügen den bei diesem Konstruktoraufruf von der Database Helper mit ein. Und jetzt haben wir in dem Goal Tracker, wenn wir noch schnell in der Activity beim Erzeugen von diesem Goal Tracker, das ist in der Zeile 33, auch noch den Application Kontext mit übergeben, eine funktionierende Anbindung an unsere Datenbank. Und jetzt können wir uns überlegen, wann müssen wir denn was in die Datenbank schreiben und wann müssen wir was auslesen? Auslesen ist ein bisschen komplizierter, das kriegen wir jetzt heute nicht mehr hin. Das ist nämlich am Anfang was wir tun müssen, aber das Schreiben ist vielleicht was. Es gibt diese Methode Switch Goal State for Daily Goal. Die wird immer aufgerufen, wenn aus dem User Interface die Anweisung kommt, hier so einen Zustand zu verändern. Dann kriegt der Goal Tracker mit. Ändere bitte den Inhalt von oder den Zustand von einem Daily Goal. Was macht er dann? Der schaut sich an, gibt es für diesen Eintrag, der hier übergeben worden ist, auch in meiner Liste einen passenden Eintrag? Wenn ja, dann erzeuge ich mir einen neuen Daily Goal Eintrag, weil das Immutables sind, mit dem nächstmöglichen State und ich informiere den Listener, es hat sich hier was getan. Was wir jetzt zusätzlich machen können, ist an der Stelle unsere Datenbankmethode aufzurufen und das Objekt, was wir gerade geändert haben, beziehungsweise die Stelle unserer Liste, die wir geändert haben, als Parameter zu übergeben. Das heißt, wir verzahnen jetzt den Weg innerhalb unserer Anwendung, der eh schon existiert, nämlich das Aktualisieren von der Liste, die in unserem Manager oder unserem Tracker gehalten wird, mit den Datenbankoperationen. Immer was, wenn wir was an dieser internen Liste ändern, speichern wir das neu hinzugekommene oder veränderte Objekt auch in der Datenbank. Und dadurch stellen wir sicher, dass immer der Zustand, der aktuell angezeigt wird, auch dann in die Datenbank überführt wird. Das ist nicht ideal, sage ich an der Stelle ganz deutlich. Vielleicht wäre schöner, nur noch die Datenbank zu benutzen. Aber wir machen das jetzt auf diese Art und Weise, damit Sie sehen, wir können den existierenden Code nehmen und zusätzlich die Sachen in die Datenbank speichern. Und was wir jetzt tun müssten, damit das Ganze vollständig ist, aber das schaffen wir jetzt leider nicht, weil ich in den nächsten Termin muss. Wir könnten, wenn wir am Anfang diese einzelnen Tage hier uns generieren, das passiert in dieser Init-Tracking-Methode, schauen, ob es für diese Tage schon Einträge in der Datenbank gibt und wenn ja, die verwenden, sodass wir dann, wenn wir bei einer vorherigen Nutzung der Anwendung in die Datenbank was eingetragen haben, diese Werte auch verwenden, um das User Interface ganz am Anfang entsprechend zu initialisieren. Ich würde jetzt vorschlagen, dass Sie sich das irgendwann heute Nachmittag vielleicht nochmal mit dem kommentierten Quellcode, den ich dann hochgeladen habe, zu diesem kleinen Beispiel anschauen und dann versuchen, das Ganze mal zu übertragen auf die aktuelle Übungsaufgabe. Tatsächlich war es das jetzt aber für heute. Entschuldigen, dass jetzt ein bisschen zu viel war und wir gar nicht alles geschafft haben. Ich hoffe, es hat Ihnen trotzdem ein bisschen geholfen, in dieses Konzept Room einzusteigen und vielleicht haben Sie jetzt ein bisschen mehr Zugang dazu, das Ganze in der Übungsaufgabe auch selber umzusetzen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Freue mich darauf, Sie entweder in der Übung oder dann am Freitag nochmal in dieser Woche zu einem ganz regulären Stream zu begrüßen, bei dem wir dann auch ein bisschen mehr Puffer nach hinten haben, wenn es wieder ein bisschen länger dauert. Bis dahin, haben Sie eine schöne Zeit und auf Wiedersehen.